Hallo und herzlich willkommen im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks hier im Studio 2, eine Woche vor Weihnachten 2020. Also in einer Zeit, in der wir alle unsere Dinge neu definieren, die Art und Weise unseres Zusammenlebens. Eine herausfordernde Zeit, in der wir uns freuen können, dass wir heute drei Musiker aus Berlin zu Besuch haben, in diesem ehrwürdigen, traditionsreichen und herrlichen Kammermusiksaal. Es sind drei Musiker, die ihre Band Das Kondensat genannt haben. Ja, Das Kondensat, was ist das? Man schlägt also nach und findet ganz schnell den lateinischen Wortstamm. Da tun sich Begriffe auf wie eindämpfen oder verdichten. Und dann googelt man noch so ein bisschen weiter und findet so technische Erklärungen. Das Kondensat ist also das, was übrig bleibt, wenn zum Beispiel ein gasförmiger Stoff in einen flüssigen Stoff übergeht. Techniker und Chemiker könnten das jetzt alles noch ganz herrlich vertiefen. Ich kann es nicht, aber glücklicherweise muss ich es auch nicht. Wir müssen eigentlich nur von der Band erfahren, warum sie sich das Kondensat nennen. Und das können wir in unserem Videokonzert, weil wir auch mit den Musikern sprechen werden. Aber vorher tauchen wir natürlich ein in ihre elektroakustischen Erkundungstouren zwischen Klangkunst, Musica Viva, Popkultur und ihrer ganz eigenen Definition von Jazz. Wir erleben den Saxophonisten Gebhard Ullmann, den Bassisten Oliver Potratz und den Schlagzeuger Erik Schäfer. Bühne frei also für Das Kondensat.
Ahoi. Ihr habt uns jetzt hier ganz schön mitgenommen mit diesen drei Stücken in drei unterschiedliche Welten, kann man schon fast sagen. So am Anfang so diese psychedelische Very Slow Dub, Dubbing with Guy. Und dann eigentlich Pogo fast schon, fand ich. Ja, Erik, dein Stück Lady in the Sky. Und jetzt das. Ich atmete Luft von anderen Planeten und ohne genau zu wissen, wie es sich anfühlt, so eine Luft zu atmen, kam man beim Hören eures Stücks relativ nah an diese Sensation. Eine Klangmeditation, die einen historischen Hintergrund hat. Aber den würde ich mir ganz gerne von euch erzählen lassen, weil er zu dieser Vielfalt gehört, die ich jetzt schon in eurer Musik gehört habe. Ich atmete Luft von anderen Planeten. Wo kommt das her? Wer hat sich das ausgedacht? Das ist ein Zitat, was aus dem, ich glaube, zweiten Streichquartett von Arnold Schönberg kommt, ein Motto. Und das gefiel uns, weil dieses Ätherische, dieses Nicht-Fassliche, dieses Vaporisierende, wo auch das Kondensat in verschiedenen Aggregatzuständen sich darbietet, das zeigt sich in diesem Klangstück, was sehr klangverliebt ist. Genau, und das ist ja entstanden quasi Anfang des 20. Jahrhunderts, Arnold Schönbergs Streichquartett, zweites Streichquartett. Und da gab es ein Gedicht dazu eben von dem Stefan George. Ich fühle Luft von anderen Planeten. Und ich habe mir das dann auch angehört, da wird ja auch gesungen dann am Ende in dem letzten Satz. Also ganz wunderbar. Also und hast du das quasi mit reingebracht in die Band als Vorschlag eures Mixes von Musiken, mit denen ihr euch beschäftigt, die ihr da mit reinholt? Ja, also Gebhard oder Olli oder ich, wir haben ja Interessen in vielen verschiedenen Genres und Stilrichtungen und kennen eigentlich keine Berührungsängste und genießen sehr die Musik auch von Arnold Schönberg und dieses Ahnen und dieses Atmen von Luft von anderen Planeten, das beschrieb für uns poetisch, was wir da tun. Und jetzt sind wir schon eigentlich bei dem, was ich vorhin angekündigt habe, so vollmundig, dass wir ganz genau klären werden, warum ihr euch das Kondensat genannt habt. Also, und mir fallen gleich die Begriffe ein, eben verdichten und eindampfen dazu, die jetzt bei dir auch gerade angeklungen sind ja mit. Ist das ein Grund mit dafür? Und wenn ja, wo findet dieses Verdichten und Eindampfen musikalisch statt bei euch? Naja, eigentlich ist es ja so, wir verdampfen sozusagen die Musik und dann gibt es einen Bodensatz. Und der Bodensatz ist alles das, was gute Musik ist, was wir miteinander machen möchten, mit der Elektronik. So fing die Band mal an, wie können wir mit elektroakustischen Elementen improvisieren. Ich glaube, 8 Jahre lang haben wir uns getroffen und haben das ausprobiert und alle möglichen technischen Geräte mitgebracht und wieder verworfen und so weiter und so weiter. Und aus diesen verdampften musikalischen Elementen, möchte ich sagen, der 8 Jahre ist dann etwas entstanden, was am Ende die CD war. Und diese CD wiederum haben wir dann aufgenommen. Wir waren öfter im Studio. Das wurde also durch mehrere Prozesse von Aufnahmen fokussiert, kondensiert. Und dann ist das herausgekommen, was wir heute spielen. Und das entwickelt sich natürlich weiter. Das, was du jetzt gerade erwähnt hast, nämlich der elektroakustische Aspekt in eurer Musik, den können wir ja hier betrachten und bewundern. Im ersten Moment, wo ich den Aufbau gesehen habe, habe ich gedacht, sieht ein bisschen aus wie bei mir in der Schülerband in den 70er Jahren. Also allein von dem Aufkommen der Effektgeräte, die dann so wirklich so in dieser langen Reihe, zum Beispiel bei dir, Oliver, liegen. Und dann natürlich dieses Teil, das mir ein komplettes Rätsel ist. Ich habe gelesen, es ist ein Modular-Synthesizer. Warum so viele quasi einzeln zu bedienende Effektgeräte? Was veranstaltet ihr mit denen, während ihr spielt? Wir haben es ja schon ein bisschen gesehen, aber vielleicht noch ein bisschen näher dran. Ja, also das reflektiert auch den Titel, das Kondensat. Denn ein Kondensator ist ja ein elektrotechnisches Gerät. Übrigens auch interessant, wenn ich mich nicht irre, gibt es so unterschiedliche Kondensatoren, die eigentlich Strom übertragen, ohne sich zu berühren. Das heißt, das hat auch mal eine andere sinnbildliche Ebene, quasi von der Bühne rüber ins Publikum. Aber daran haben wir damals nicht gedacht bei der Namensfindung, sondern eben auch an den Kondensator.
der in vielen elektronischen Geräten drin ist. Und das spiegelt sich dann hier unten in so einem Meta-Effekt wieder. Ja, also ich persönlich habe natürlich den analogen, den akustischen Ton, der abgenommen wird und den ich dann in meine Schleifen schicken kann. Und das war eben für uns auch der Grund, uns zu treffen, weil wir mit diesen ganzen Gerätschaften eigentlich frei werden wollten, dass wir sozusagen die Geräte bedienen und nicht die Geräte uns. Und dass die Musik quasi den Weg vorgibt und nicht die Gerätschaften, die wir haben. Das heißt, ab und zu haben wir auch geprobt und haben einfach nur ein Minimum mitgenommen und auch dann mit dem gearbeitet. Und dann sieht man auch, dass es eigentlich mehr auf die Ideen ankommt als auf die Geräte. Aber sie helfen eben. Und wenn man sie gut einsetzt und auch intuitiv einsetzen kann. Und dafür braucht man halt wie am Instrument. Das ist ein Instrument, was man auch üben muss. Da muss man die Einstellung kennen, man muss die Klangvorstellung haben und das dann umsetzen. Also das ist eben eine lange Arbeit und das kann sich auch nur durch Improvisation und durch Üben erarbeitet werden, dass man wirklich, man kann natürlich auch mal Sachen wie in der Komposition sagen, okay, jetzt baue ich das so und so auf und probiere das aus, aber viel ist natürlich für uns ist eben wichtig, damit improvisieren zu können. Das heißt, da muss man das erstmal beherrschen, um damit arbeiten zu können. Ja, wenn es tatsächlich von Interesse sein soll, was hier im Einzelnen passiert, also es gibt hier Ringmodulatoren, dann habe ich Freeze-Pedal verwendet gerade, Multi-Effekt-Gerät, wo die klassischen Sachen drin sind, wie Verzerrer, Delay, Reverb und sowas alles. Dann habe ich hier ein Gerät, das ist ein Filter, den ich mit der Hand steuern kann, mit so einem extra Gerät. Dann ein Volumenpedal und verschiedene Delays. Also das ist eigentlich alles relativ, sagen wir mal, hausbacken. Aha, okay, findest du jetzt, aber aus meiner Warte ist das schon very advanced. Und sag mal, diese Filter, du hast beim ersten Stück am Ende ja auch mit der Hand diese Bewegung gemacht, die den Ton verändert hat. Genau, ja? Also das ist ein Filter, den ich damit steuern kann. Okay. Das habe ich mir ein bisschen abgeguckt bei der jungen Generation Bassisten, die versuchen, die Dubstep-Musik live auf die Bühne zu bringen. Und da habe ich mir verschiedene Leute mal angehört und geguckt und geforscht, was für Geräte die benutzen. Und da bin ich auf das gestoßen. Ja, das ist eben, hat einen anderen Einschwingvorgang, wenn ich damit arbeite mit der Hand, als wenn ich nur mit dem Plektrum oder mit den Fingern am Bass zupfe, was dem Ganzen so ein bisschen dieses Technische gibt, was bei elektronischen Bässen halt vorhanden ist. Genau. Und vom Zusehen her und gleichzeitigen Hören natürlich auch so einen magischen Moment kreiert natürlich. Ja, so, das ist auch noch ganz schön daran. Der Modular-Synthesizer. Also ein Synthesizer stellt man sich normalerweise also so ja immer mit Tasten vor. Da werden dann eben fertige Sounds abgerufen und so weiter. Aber das ist ja nicht das Konzept eines Modular-Synthesizers. Was ist das Konzept eines solchen Synthesizers? Ach, da kann man sich selber ein Konzept bauen. Okay. Und das ist der Spaß an der Sache. Deswegen die ganzen bunten Kabel bedeuten, dass ich Control Voltage, also Kontrollspannung, von einem Gerät ins andere schicke. Und somit baue ich mir eigentlich mein eigenes Instrument. Das sind einzelne Module. Und ich habe eine Klangvision und dann patche ich die mit den Kabeln zusammen. Und was man in dem ersten Stück Dubbing with Guy gehört hat, ist, dass ich gerne Dub-Musik höre, dass ich also mit Delay, Reverb arbeite, was ich aber live prozessiere hier, ist also nichts Vorbereitetes. Ich habe auch einen Oszillator mit dabei, ich habe zwei Granular-Synthesizer und das Ganze ist für mich die Möglichkeit, Klänge zu generieren, die ich akustisch nicht so machen kann. Mhm. Da gibt es eine Limitation und die Musik, die ich höre, ob es jetzt Pierre Schaeffer ist, Musik konkret aus den 40er und 50er Jahren, Luc Ferrari oder der frühe Stockhausen oder auch aktuelle elektronische Musik. Das sind Dinge, die ich höre, die ich gerne mag und die ich versuche in meiner Vorstellungswelt während des Spielens live zu tun. Und das kann ich mit diesem modularen Synthesizer. Du kreierst die Sounds wirklich ganz speziell in dem Moment, wo ihr zusammenspielt, ja, quasi. Die sind nicht vorgefertigt oder doch? Sagen wir mal, die Infrastruktur ist vorgefertigt, so wie ich ein Schlagzeug aufbaue mit Becken und Trommeln. Die müssen ja auch erstmal aufgebaut sein, damit ich überhaupt einen Klang produzieren kann. Und so ist es auch. Ich habe bestimmte Versuchsanordnungen, experimentale Situationen kreiert und innerhalb derer kann ich mich dann frei improvisierend bewegen. Ist das die erste Band, das Kondensat, in der du so arbeitest? Das ist schon ein Ausdrucksmittel, was ich häufig benutze, aber in der Art und Weise speziell auch für uns. Ich glaube, das war so, wir haben uns auf der Straße getroffen und haben festgestellt, wir finden beide elektronische
Musik, die elektronische Elemente benutzt, gut. Wir finden es aber nicht gut, wenn das den musikalischen Flow unterbricht. Und haben gesagt, lass es mal in so eine Art Rehearsal-Band machen, wo wir, was er gesagt hat, einen Weg finden, mit der Musik zu, mit den elektronischen Elementen, Geräten zu improvisieren. Es gibt ja einen bestimmten musikalischen Moment, wo man etwas ganz Bestimmtes machen will. Und deswegen übt man ja auf seinem Instrument, damit man das dann abrufen kann. Wenn man jetzt erst unheimlich lange da rumschalten muss, ist der Moment natürlich vorbei. Und das haben wir versucht, in den Griff zu kriegen. Und du ganz konkret, jetzt mit deinem Effektboard, was du da liegen hast und den zusätzlichen Effekten? Also ich habe hier eine ganze Menge Looper, das heißt, ich habe eine Bibliothek erschaffen, wo immer, das fast immer, muss ich sagen, aber in aller Regel ist der Grundsound eins meiner Saxophone, Bass, Klarinetten, Flöten, irgendein Holzblasinstrument, das verändere ich dann, spiele es rückwärts ab, seitwärts, was auch immer, was man alles machen kann und spiele wiederum live dazu. Und nehme auch wieder Live-Sachen dazu auf. Das heißt, es wird immer so eine Multiplikation. Und dann gibt es alle möglichen Effektgeräte. Also dieses kleine Teil hier, das war früher so ein hoher Kühlschrank. Als ich angefangen habe in den 80er Jahren, hatte ich schon so eine, habe ich so eine Musik gemacht. Und da war das sehr kompliziert mit vielen Kabeln. Immer hat irgendwas nicht funktioniert. Das Hallgerät war so eine Bandecho, wo dann immer Bandsalat war irgendwann und so weiter und so weiter. Und dann habe ich über Jahrzehnte nur akustische Musik gemacht und dann habe ich angefangen, mich hiermit zu beschäftigen und habe aber gesagt, ich will jetzt nicht irgendwelche Streicher abfahren, die gar nicht auf der Bühne sind oder sowas, sondern das soll eine Multiplikation meiner Sachen sein, so wie meine erste Soloplatte eben bis zu 20 Blasinstrumenten hatte und die ich im Overdub-Verfahren aufgenommen habe. Und jetzt will ich das sozusagen live machen und gleichzeitig noch in der Lage sein, das zu verfremden. Aber der Ausgangspunkt ist immer mein Atem. Ein guter Ausgangspunkt. Der wichtigste, denke ich, ohne den geht schon mal gar nichts. So ist es. Mit dem, was du gerade gesagt hast, lieferst du mir ein bisschen das Stichwort. Es ging ja darum, dass ihr ganz aus dem Moment heraus arbeitet an euren Instrumenten, zu denen eben auch die elektroakustischen Effekte gehören. Und da sind wir eigentlich bei eurem nächsten Song auch, und zwar aus dem Moment heraus im Impromptu Nummer 5, Impromptu Esse, im Moment sein, ist aber trotzdem eine Komposition, die auch einen Anteil Zwölfton-Musikerfahrung mit in sich trägt. Und danach werden wir euch hören mit einem Song, den ich auch besonders gerne mag, vielleicht auch, weil du, Gebhard, mal den schönen Begriff dafür geprägt hast. Das ist dann das Kondensat for Lovers. Das ist dann der Song Rugged. Und jetzt freuen wir uns auf die nächste Erkundungstour mit Das Kondensat. Thank you.
Thank you.
fertig? Ja. Können wir? Okay. Thank you.
Ich würde mal sagen, die Luft vibriert nach so einem Stück. Variations on a Master Plan. Number 3 ist, ja, glaube ich, der korrekte und ganze Titel. Irgendwie so mit allem, was man haben kann an Tönen, die also direkt in den Körper hineingehen. Und da habe ich mich dann gefragt, wo tretet ihr auf? Wo spielt ihr diese Musik? Kann man das von einem Sitzpublikum spielen? Also heute haben wir dieses Problem ja nicht. Ja? So, wir sind quasi unter uns. Aber wie ist das? Muss man da nicht Leute haben, junge Leute, die tanzen und sich wiegen und mit einsteigen? Wo spielt ihr das, was ihr spielt? Ja, also diese Musik ist schon kompatibel, denke ich. Also auch wenn man das Album hört, das ist ja was, was man auch anhören kann, wo man zuhören kann, wo man sich vertiefen kann, wo man sich konzentrieren kann drauf auf die Musik. Das heißt, dass dieses Element ist ja drin und das Tanzbare, natürlich gibt es den einen oder die andere, die da sicherlich auch Lust hat, mal mitzupogen und so. Aber sagen wir, die Musik ist ja auch vielschichtig. Wir lassen ja alles reinfließen, worauf wir Lust haben. Es ist eine lustvolle Musik, die aber dann auch im Gegenschluss sozusagen stille Momente hat und lange ruhige Phasen, sphärische Momente. Die sind dann zum Tanzen wahrscheinlich eher nicht so geeignet. Das heißt, es ist so, gibt halt eine große Bandbreite. Deswegen kann man auch an unterschiedlichen Orten spielen. Auf Jazzfestivals tun wir das und in Clubs natürlich auch gerne. Konzertsäle sind auch schön. Also da ist eigentlich im Prinzip, gibt es keine Grenzen. Und zu der Musik darf man auch nicht vergessen, du sagtest junge Leute. Natürlich gibt es junge Leute, die sowas hören, die vielleicht ein Stück weit abgeholt werden von bestimmten Sounds, die kommen. Aber vieles von dem, was wir machen, hat seine Wurzeln ja in unserer Jugend auch. Das heißt, die Generation, die darf man auch nicht unterschätzen. Die Generation, die mit Woodstock irgendwie aufgewachsen ist und so weiter. Also die sind, das heißt immer auch, es gibt auch manchmal Veranstalter, die sagen, oh, ist das nicht zu rockig, ist das nicht zu laut? Nee, das ist für das Publikum, auch die Jazzfans, die waren ja alle dabei live. Da ist ja auch kein Auge trocken geblieben damals. Und also da ist ja auch wirklich laut gespielt worden, rockig gespielt worden, die ganze Einstellung zur Musik, die vibriert bei uns ja nach. Wir sind, wie gesagt, damit aufgewachsen. So ein bisschen unterschiedliche Generationen, aber auch mit Punkmusik. Und das, da darf man das Publikum auch nicht unterschätzen. Ich denke dann halt immer, es geht immer den Weitwinkel sozusagen auch. Wobei ein Publikum mit Weitwinkel zu finden, zu haben, zu halten, sich aufzubauen auch, eben mit dem, was man hat. Das ist so ein Ding der Zukunftsideale eigentlich auch. Also so, wo eben dann Genres und so weiter sowieso verschwimmen und damit eben auch so gewisse Verhaltenskodizi, wenn man in ein Konzert geht. Ja, also wir sind Jazz, wir sitzen und hören andächtig zu, wir sind jung, wir hotten ab, sondern dass es so quasi sich aufhebt. Also so, wie es sich ja in eurer Musik auch aufhebt letztlich. Ne? Mhm. Und da ist noch interessant, dass du das ansprichst. Eigentlich ist da noch was zu erwähnen, nämlich zwischen der Band und dem Publikum stehen die VeranstalterInnen. Und das ist was, mit dem wir symbiotisch zusammenarbeiten. Das ist für uns ganz wichtig, dass es in Deutschland VeranstalterInnen gibt, die die Musik veranstalten, die ihr Publikum quasi dran gewöhnen. Und erziehen ist vielleicht nicht so ein schönes Wort, aber die das Publikum bilden und im Austausch sind mit dem Publikum und die uns dann engagieren, weil wir selbst natürlich nicht so große Namen sind, dass wir viel Publikum ziehen. Aber dann funktioniert das. Und das ist sozusagen, dieser Dreiklang ist ganz wichtig. Die Veranstalter sind uns sehr wichtig. Und auch gerade in dieser Situation, in der wir uns befinden, ist es eben wichtig, die Veranstalter und ihre Technikerinnen im Blick zu behalten. Das ist ohne die Veranstalterszene kann Jazz oder alles, was mit Jazz zu tun hat, nicht existieren. Also das ist ja, was hier präsentiert, wir sind die Spitze des Eisbergs, aber auch heute Abend sitzt da oben die Technik, die Musik ist da, das Kamerateam, die Leute, die man alle nicht sieht, die Schwarzen im Theater, das ist ja ganz wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen und deswegen ist uns auch wichtig, da nochmal die VeranstalterInnen zu erwähnen. Absolut, ja. Und man muss schauen, dass wir durch diese Krise rauskommen und genau diese Szene und diese Menschen und diese Arbeitskraft und dieses Engagement und den Idealismus, der dahinter steckt, in der VeranstalterInnen-Szene und eben dem ganzen Kreis drumherum, wie du es gerade schon erwähnt hast, dass man sie nicht verliert auf dieser Strecke. Ja? Denn ohne sie wird es sehr öde. Ja, sehr öde für alle. Ja. Für Publikum und MusikerInnen gleichermaßen. Ja, sehe ich auch so. Du hast es auch gerade erwähnt, also wo ihr sonst so überall spielt, Festivals, Clubs und so weiter.
Diesen Sommer gab es ein bisschen die Gelegenheit sicherlich für Auftritte, als die Maßnahmen gelockert waren, die Corona-Maßnahmen. Aber ihr habt den Sommer auch noch anderweitig genutzt. Ihr habt euch auch ein bisschen zurückgezogen und weiter an eurer Musik gefeilt und sogar über das hinaus, richtig? Ja, wir haben geprobt, viel geprobt und sind ins Studio gegangen. Das war lange geplant. Das Proben war dadurch natürlich viel intensiver möglich. Und wir haben sehr viel Musik aufgenommen. Nicht nur eine CD, sondern gleich noch weiteres für die kommenden Jahre. Und die eine wird dann im nächsten Mai erscheinen jetzt. Das sollte auch im März sein natürlich. Jetzt ist es nach hinten geschoben. Aber das ist ganz toll geworden. Das glaube ich. Kurzer Nebensatz, erscheint bei Y-Play Jazz. Der ist jetzt nicht ein hauptberuflicher Labelchef mit Angestellten oder so, was sich manche Leute so vorstellen. Das macht er aus Enthusiasmus. Auch diese Leute sind unheimlich wichtig natürlich. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass der Enthusiasmus auf der Strecke bleibt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt im zweiten Lockdown, also man muss die unterstützen, kann man auch machen, auch als Publikum, auch nach Corona, indem man denen mal schreibt oder mal was direkt bei dem Label bestellt. Und das ist einfach total wichtig, auch für uns. Das ist ja so eine Bewegung. Also ich finde Bandkonzepte gut und ich finde es toll, wenn die über lange Zeit existieren. Und ich fand auch in meiner Jugend, wenn dann Bands sich über 5, 6 Jahre hochgespielt haben, kein Casting, kein Fernsehen, kein gar nichts. Die haben sich einfach hochgespielt, haben sich ihr Publikum erspielt und irgendwann sind sie auf großen Festivals gelandet. Das hat Jahre gedauert. Das fand ich unglaublich gut. So muss das sein. Menschen brauchen immer noch genauso lang und 3 Menschen oder sogar 5 oder noch mehr brauchen noch viel länger, bis sie zusammen etwas entwickelt haben. Das ist nicht schneller gegangen, nur weil es heute Fernsehen und Internet gibt. Stimmt, sehe ich schon auch so. Ja. Ich bin froh, dass ihr schon so lange zusammen seid und eure Musik weiterentwickelt in diesem Zusammensein. Jetzt eben schon mit der Perspektive auf, es gibt diese Musik schon für das nächste Jahr und für das übernächste Jahr. Und während man die veröffentlicht, ist man schon weiter auf diesem gemeinsamen Weg. Es gibt also einen Ausblick auf eine Situation, die dann irgendwann einmal und hoffentlich nicht in allzu langer Ferne wieder anders sein wird als diese, wo man auf allen Ebenen wieder agieren kann, wo man wieder touren kann, wo man wieder in den Clubs spielen kann, wo man wieder vor Publikum diese Musik ausbreiten kann und den Weitwinkel öffnen. Und ich glaube, den Weitwinkel öffnet ihr jetzt nochmal akustisch für uns. Gebhard Ullmann, Oliver Potratz und Erik Schäfer. Das Kondensat mit einem letzten Stück, das, glaube ich, unter einem großen, weiten Himmel entstanden ist, oder? Etoile Schnuppe, eine deutsch-französische Kombination für das Wort Sternschnuppe. Ja, das spielen wir jetzt. Genau. Und wir können uns dann davon wegtragen lassen unter diesen großen Himmel, den es auch jetzt zu genießen gibt übrigens, wenn man mal vor die Tür geht in die freie Luft. Das war Jazz im Studio 2 für heute und wir sehen und hören uns wieder im nächsten Jahr und hören jetzt noch unsere Berliner Freunde von Das Kondensat. Alles Gute. Ciao. Thank you.